Einen wunderschönen guten Tag. Wenn das Video schon so anfängt, kann das einfach nichts Gutes bedeuten. Und das stimmt auch, denn heute habe ich wieder alles dabei. Von gottlosen Clips bis hin zu den größten Karma-Schellen für ehrenlose Leute, die es einfach verdient haben. Deswegen lehnt euch zurück und genießt. Ach ja, genießt mit mir noch einmal die Ruhe vor dem Sturm. Die Jungs hier sind entspannt auf einem Boot unterwegs. Und natürlich, wie es sich gehört für Typen, können sie nicht einfach dort sein, ohne Sch*** zu bauen. Ist das ekelhaft, Mann. Was hat der Stuhl dir getan? Sah schon witzig aus, wie er weggeflogen ist. Und so wie es sein soll, hat es jemand mitbekommen. Eine Minute, 37 Sekunden später. You're telling me that I'm standing on the top. You didn't see that chair go into the river. Who threw it in the river? Because I'm gonna go pull it on the screen right now. Who threw it? Taha, wie die Jungs auf unauffällig dastehen. Nee, ein Stuhl. Also ich habe keinen Stuhl gesehen. Ihr etwa? Nee, ich auch nicht. Ich habe auch nichts gesehen. Ich würde es aber auch nicht zugeben, wäre ich an deren Stelle. Einfach jeder hält die Fresse. Genau so muss das. Oh Mann, ist das ehrenlos. Echt, der Arme will einfach nur seinen Job machen und dort schmeißen irgendwelche Jungs einen Stuhl von Bord. Er hat dieses Lachen seit 2012 drin gehalten. Ich komme safe in die Hölle, weil ich darüber gelacht habe. Aber der hinter der Kamera hat auch seine halbe Seele dabei rausgelassen. Er hat einfach wie Godzilla gelacht. 1:1 das gleiche. Ich glaube, ich habe den positivsten Menschen der Welt gefunden. Er ist gerade hier, irgendwo im Wald, mit seinem Auto unterwegs, ist aus irgendeinem Grund, wieso auch immer, ausgestiegen und jetzt hat er den Salat. Aber seht selbst. Wie stumpf. Sein Auto ist da gerade die Klippe runtergefallen und er sitzt da so unberührt da. Und anstatt er jetzt irgendwie in Tränen ausbricht, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen ruft oder keine Ahnung, Gott mal Dank dafür, dass er überlebt hat, weil hätte ihn die Tür hier mitgerissen, dann... Nein, stattdessen ist er so drauf. Bro, what the f***? Er ist gerade so kurz dem Tod entkommen und er slidet dort einfach so auf lustig entlang, so ein bisschen schlittern. Einfach so eiskalt, als wäre nichts passiert. Andere würden gerade so dort sitzen. Aber nicht mit ihm. Ich wünschte, ich hätte diese Positivität von ihm den ganzen Tag. Ja, aber das war's leider mit dem Auto. Du musst, wie es aussieht, jetzt dich sofort bewegen. Ist er da wirklich mit einem Pogo-Stick unterwegs? Lil Bro pullt so ab zur Schule. Damit ist man halt auch einfach der Krasseste. Das ist schon ein Flex. Stell dir vor, dein Crush sieht so andere aus deiner Schule, wie sie im Beamer oder im Benz zur Schule kommen. Und dann kommst du mit dem Pogo-Stick angejumpt. Sie wird verrückt nach dir sein und sich Hals über Kopf in dich verlieben. Safe, safe. Ich habe schon viele Dinge gesehen, wo Leute irgendetwas klauen. Ob sie jetzt die Tankstelle um die Ecke ausrauben oder die Bank in der Stadt mäßig so auf GTA sch... Yeah, yeah, ich habe in GTA gelernt, wie man die Bank leer macht. Lass das jetzt mal in echt probieren. So, und das ist schon sinnlos, aber ich check, wenn die Geld brauchen, wenn die dickes Moolah zählen und auch eine Rolli tragen wollen, dann gut, gut. Raub die Bank aus. Okay, solange du nicht mein Haus ausraubst, alles gut. Aber für den nächsten Dieb habe ich null Verständnis. What the f***? Alter, was ist das denn? Wieso? Wieso willst du einen Dönerspieß klauen? Ey, geh doch vorne an die Kasse, nimm da das Geld raus. Aber wieso der Dönerspieß? Was willst du damit machen? Willst du zu Hause bei dir selber wieder warm machen und dann schön Abendbrot essen? Was bringt das? Nimm doch den Staat oder den Banken das Geld weg. Aber wieso? Dem armen Dönermann um die Ecke, wieso musst du ihm sein Fleisch wegnehmen? Ich glaube, das ist der wahre Grund für Döner 8 Euro. Wie kommt man auf diese Idee? Was hat man
vorher geraucht, dass man sich plötzlich denkt, heute ist der Dönerspieß dran. Um 12 Uhr mittags beginnt der Raub. Es wird keine leichte Aufgabe, aber ich muss tun, was ich tun muss. Also erstmal, ein Dönerspieß zu klauen ist schon ein All-Time-Low im Leben. Aber dann noch erwischt zu werden? Das ist echt unangenehm. Der tut mir wirklich leid für seine eigene Dummheit. By the way, ist man auch ein Opfer, wenn man nicht abonniert hat. Also wirklich. Ein Klick auf den Abo-Button und du bekommst ein Update in Coolness. Vertraut mir, probiert's einfach aus. Und wo wir gerade bei Goofy-Diebstählen sind, es wird noch besser. Und zwar in Amerika ist es gang und gäbe, dass wenn der Postbote dir ein Paket vor die Haustür legt, es ganz einfach mal gesnackt werden kann. Ey, was sind das eigentlich für Vollloser? Also haben die keinen Grind und keine Ziele im Leben, dass die nachmittags unterwegs sind und einfach die Pakete von Fremden klauen? Haben die kein Gewissen oder sowas? Wie dreist sie einfach dahin rennt und sich die ganzen Pakete nimmt. Chill doch mal, du Sozialschmarotzer. Was ist los mit dir? Geh arbeiten oder keine Ahnung was, aber mach doch nicht sowas. Aber zum Glück gibt es ja noch etwas da draußen, was sich um solche Angelegenheiten kümmert. Und zwar Karma. Wow, war das episch, Mann. Denn nachdem sie die Pakete mitnehmen wollte, passiert das hier. Ja, die bekommt das, was sie verdient hat. Sie fällt hin und kann einfach nicht mehr aufstehen. Das ist wirklich so loserhaft, das ist unglaublich. Und so wie ich sie einschätze, wird sie später sagen, als der Besitzer nach Hause kam, dass sie nichts getan hat. Oder wird ihn noch anschreien, dass er schuld ist, dass sie sich jetzt verletzt hat oder so. Loser! Genau wie die nächste Frau hier, die das gleiche vorhat. Ich gönne ihr das so sehr, ne? Die wurde schon auseinandergenommen, bevor sie überhaupt ein Paket angefasst hat. Sie hat sich fast selber ausgenockt. Aber mich wundert das auch nicht, dass die alle so reinsch***en. Weil wer sowas macht, hat halt höchstwahrscheinlich einen IQ, der unter 50 liegt. Und dadurch verkacken die auch einfach die ganze Zeit automatisch. Der Nächste, der es versucht. Doch er wusste nicht, dass er vorher schon beobachtet wurde und sich die Person darauf vorbereitet hat. Damn! Ich kann das jetzt leider nicht im Video unverpixelt zeigen, aber er hat sowas wie eine Scar aus Fortnite in den Händen. Wie er direkt umkehrt und sich entschuldigt. Der hat sich kurz eingeschissen, als er ihn mit seiner Scar gesehen hat. Das erfüllt mich irgendwie, dass alle, die die Pakete klauen wollten, es nicht geschafft haben und der eine sich sogar eingeschissen hat. Tja, selber schuld. 19. Was meint sie mit 19? Ihr Alter oder was? So eine Gewichtstabelle. So. Wo ist denn hier die 19? Ach da. 48 Kilogramm. Ich glaube, wir haben den Imposter gefunden. Glaube eher, sie meint Atemzüge pro Stufe. Gottlos, wirklich gottlos. 19. Döner in 48 Sekunden. Waage hat sich zweimal überschlagen und dann auf 48 stehen geblieben. Und das andere Bein? Ey, Bruder. Das ist die Wahrheit, ja. Ja, es ist die Wahrheit. Es ist gottlos und ehrenlos, ja. Aber es ist die Wahrheit. Was soll ich jetzt tun? Der Sitzplan ist doch nicht so schlimm. Das Kind, neben dem ich sitze... You don't want me to deal with the devil. Ooh! You're the devil. You're the guy who's under my bed. Remember, they stand behind me, I protect them. How about we just... Yo, bro, chill! Ich glaub halt Real Talk, dass er vom Teufel besessen ist oder so. Ich mein, was ist das für ein Blick? I defend them. Are you talking about her? Against me, I show no mercy. I'm so sorry. Fist bump. I'm sorry. No, I'm sorry.
Wäre das mein Sitznachbar in der Schule gewesen? Ich hätte mir freiwillig einen Schulverweis abgeholt, damit ich die Schule wechseln muss. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich es gemacht hätte. Schneeballschlacht. In Klammern, Hauptschule. Bro, da ist bisschen Schnee in der Kanonenkugel. Also ich kann dir versichern, wenn du das Ding auf deinen Lehrer wirfst, bist du safe weg von der Schule und auch weg von ihm. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr. Stellt euch einen Wecker. Ciao, Kakao.